Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Wir sind immer noch dabei, Psychos erledigen. Und darum werden wir uns kümmern. Es soll hier noch irgendwo eine sein. Wenn ich mir auf die Karte angucke. Ach, da in Mits Höhle. Ja, okay, dann müssen wir uns auf den Weg erst weiter machen. Zur Mits Höhle. Im letzten Part haben wir ja einen coolen Bosskampf gehabt, tatsächlich. Also, was heißt Bosskampf, ne? War schon ein größere Gegner. Und das fand ich schon sehr cool. War was anderes, ne? Und ja, wir haben einiges an Zeit-Content erstmal zu erledigen, bevor wir weiter mit der Hauptstory machen. Darum kümmern wir uns. Kommen wir nicht drum herum. Ich habe sowieso Bock drauf. Aktuell. Noch ist die Lust da. Und mal gucken, ob wir diesen Part auch wieder zwei Side-Quests in einem Part quetschen können. Mal schauen. Es kommt immer drauf an, wie lange die gehen, ne? So, was ist los? Ah, Sid. Genau der Mann, auf den ich gewartet habe. Ist das so? Hast du kurz Zeit? Ja. Lass mich raten. Mehr Bombardier. Oh, bitte nicht. Nein, nein. Davon haben wir noch genug übrig. Ich arbeite an einer weiteren genialen Erfindung von MIT. Und zwar an einem Schmelzofen. Ein Schmelzofen. Mit einer rückstrahlenden Verkleidung für zusätzliche Thermalamplifikation und einem System für wechselseitigen Austausch der Regeneratoren. Okay. Verzeih. Kurz gesagt, der Ofen wird verdammt heiß. Viel, viel heißer als Schledorns Esse. Da würde ich drauf wetten. Nur Mithril-Antriebe werden heißer. Aber bei denen kommt natürlich kein Metall raus, wenn man Erz reinschaufelt. Allerdings kommt nicht viel Material in Frage, um den Ofen zu bauen. Wir brauchen das gute Zeug. Und wie ich höre, hast du Helena gerade erst was davon besorgt. Hab ich? Hilfst du mir bitte auch aus? Ja, gerne. Wenn er auch dem Versteck zugute kommt, natürlich gern. Oh, das wird er. Versprochen. Also, was genau ist dieses gute Zeug, das du brauchst? Ich habe ein paar Exemplare davon hier. Sphärische Echos nennen wir sie. Gefallenen Material. Noch etwas, das dieser Ofen mit dem Mithril-Antrieb gemein hat. Ganz recht. Mhm. Er ähnelt dem Wärmeverschubhelm. Gefallenen Material kann unvergleichbaren Temperaturen standhalten. Noch dazu kann das Material die Wärme sogar lenken. Es leitet die Hitze von innen nach außen. Aber die Sphären lenken sie nur in eine Richtung. Das heißt, wenn wir den Schmelzofen mit ihnen verkleiden, reflektieren sie die Hitze wieder ins Innere zurück. Genial, oder? Wir haben so viele gesammelt, wie wir können. An den Rest kommen wir leider nicht heran. Das Problem, sie werden alle von ihren großen, starken Brüdern beschützt. Also soll ich ein paar Ruinen besuchen, die Echos dort vernichten und mir die Sphären holen, die sie bewachen? Im Prinzip wäre es das, ja. Gut, kurz, knapp, ja. Uns fehlen nur noch 3 Stück und ich weiß genau, wo wir sie finden können. Eine ist in der Nähe von Ember, in einer Ruine mit dem Namen Finnbrück. Dann ist noch eine im stillen Rauschen in Dalmekia. Die letzte ist an der Ruine der Wiederkunft in Sanbrek. Gut, na dann. Wünsch mir Glück. Mach ich. Ich werde dir alle Daumen und Zehen drücken. Verrückt nach Wissenschaft. Ja, das hört sich ja gut an, ne? Ein bisschen Ruinenkunde hier. Da haben wir doch alle Lust drauf. Da oben sollen wir hin. Kann man von hier aus darüber? Hier? Sicherlich, ne? Vom Falkenschrei aus? Nein. So, Choki. Auf geht's, ich muss kurz gucken. Ach, jetzt alles voller akasischer Spinnen. Yay. Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Verdammt. Das ganze Dorf ist akasisch. Ja. Muss ich die erledigen? Jetzt, Zorgal!
Ja, dann kommen wir nicht drum herum, ne? Können wir unser Zuckerbro hier rufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Wie kommen wir denn am besten hin? Ich muss einfach nur hier durch, ne? Ja. Einfach nur durch. Ja, wir kommen da nicht drum herum. Ah, komm, ist er doch gekommen. Ich hoffe, das lohnt sich wegen den ganzen Erfahrungspunkten hier. So, wo kann ich hier am besten... Ich muss eh nur geradeaus, gut. Ah, ich kann... Mit Schokobo kann ich rufen. Gut so. Ich hoffe, du bist auch nicht akasisch. Ich gehe da mal, ne? Oh, häng doch nicht hinter jedem Stein fest. Hier sollen wir irgendwo... Da. Dann mal absteigen, bitte. Ach, so ein Dicker ist das. Ich wollte raus. Boah, die halten auch viel aus, ne? Los, Torger! Autsch. Gut. Jetzt muss ich nur noch die Sphäre finden. Da liegt sie. Eieiei. Das ist sie. Sehr gut. Fehlen nur noch zwei. Nur noch zwei. Und die befindet sich irgendwo hier. Gott, da unten oder oben? Es ist jetzt sehr schwierig zu sehen. Das ist sehr schwierig zu sehen. Aber so kommen wir ein bisschen nochmal um die Welt rum. Finde ich ganz gut. Die Frage ist jetzt natürlich, ob es oben oder unten ist, ne? Natürlich werden wir daran gehindert, darüber zu fliegen. Natürlich. Dip. So, am Bruder, ich muss leider runter. Ruh dich aus. Ich hoffe, das tut weh. Aber die spüren ja keine Schmerzen. Sind ja auch Bomber unterwegs, Alter. Ich wusste nicht, ob ich ihn angreifen sollte oder lieber abhauen sollte. Aber der war wirklich so kurz vorm Explodieren. So, und die letzte ist irgendwo hier. Da. Also ich will noch einen größeren Mob aus, der da kommt. In Sanbrek. Wieso kann ich mein Schokoro nicht rufen?
So, kurz mal gucken. Einfach nur geradeaus. Ja, wir ignorieren die Monster mal, ne? Die unterwegs sind. Das würde die Quest ja noch mehr in die Länge ziehen. Und wir haben ja genug zu tun. Da ist auch schon der Bomber. Ich glaub's nicht. Falsch. Zeit zu kämpfen. Nee. Erst wenn wir da sind. Okay, jetzt ist halt zu kämpfen. Ah, die haben ja dieses rote Schutzdinger, ne? Na komm jetzt. Wie weit soll ich ihn noch wegschlagen? So, dann haben wir alles. Ups. Drei Sphären, ja. Und zurück zum Versteck. Ja, ging doch ganz gut, ne? Jetzt halt nur die Frage. Sie sind allesamt mit Wunden über. Ja, jetzt halt nur die Frage, ob das wirklich das war, ne? Aber er wird uns bestimmt noch einen Vortrag halten. Das müssen wir mit unserer Zeit einrechnen. Dass dieses Ledergeräusch die ganze Zeit über das gesamte Spiel, ne? Wenn man halt läuft. Das höre ich halt nur wegen den Kopfhörern so extrem. Dieses quietschende Leder. Von Clive, wenn er läuft. Da bin ich wieder. Labert ihr alle zwischendurch. So schnell hatte ich nicht wieder mit dir gerechnet. Nicht? Und? Hast du mir was mitgebracht? Ja, drei Echos. Ja, natürlich. Hier. Ach, ich dreh durch. Ich danke dir tausendmal. Die setze ich gleich in den Schmelzofen ein. Einige Zeit später. Und nun präsentiere ich dir den Tellermann-Ofen. Nicht schlecht, oder? Ja, krass. Sieht gut aus. Du warst mal wieder meine letzte Rettung. Aber dafür sollst du natürlich nicht mit leeren Händen ausgehen. Ist schon gut, wirklich. Meine Tasche ist flexibel genug. Sag nicht sowas. Das gute Stück lässt sich sicher noch optimieren. Na bitte nicht. Du könntest mir auch einfach eine größere kaufen. Wie sieht's denn mit der Schnalle aus? Ziemlich fest das Ding, oder? Wenn wir die lockern, dann würde mehr reinpassen. Und ich weiß auch schon wie. Mit meiner neuen Legierung nämlich. Dank des Telamon-Ofens kann ich sie endlich perfektionieren. Diese Metallmischung ist schön stabil, aber auch, Trommelwirbel, elastisch. Unglaublich, oder? Elastisches Metall? Gut, wenn du das sagst. Glaub mir einfach, das wird toll, versprochen. Ja, dann mach. Nicht schnacken, machen. Und? Was sagst du? Das ist wirklich unglaublich. Danke, Owain. Nicht doch. Ich danke dir. Außerdem konnte ich so gleich die Legierung testen. Die können wir von nun an überall im Versteck benutzen. Ich weiß zwar noch nicht wozu, aber mir fällt schon was ein. Irgendwas, das den Leuten hier das Leben erleichtert. Und vielleicht sogar da draußen.
Irgendwann erfährt die ganze Welt von den Wundern, die du ermöglicht hast. Und deine Tasche ist nur der Anfang, das sage ich dir. Die Menschen werden ihren Augen nicht trauen können. Sehr schön. Verrückte Wissenschaft. Und noch mehr. Jetzt können wir mehr tragen. Und wir werden auch mal jetzt mal einkaufen gehen. Ja, das Inventar maximal vergrößert. Okay, noch größer geht's nicht. Das war die letzte Quest hoffentlich mit dir. Noch mehr Platz. Ja, ihr seht's, wie viel. Unfassbar, wie viel. Aber dann gehen wir direkt mal einkaufen. Direkt mal wieder voll machen. Und dann machen wir gleich direkt im Anschluss die nächste. Ich wollte jetzt immer so zwei Quests in einem Part machen. Das geht immer ganz gut von der Hand. Euer Gnaden. Damit das nicht nochmal passiert, dass wir mittendrin irgendwelche Quests mittendrin abbrechen müssen für wegen dem Partende, ne? Du lebst hier noch. So. Vielleicht mal 6 Heiltränke. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Glaube ich dir. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich mach dich arm. Fertig? Aha. Was passiert dann los? Der hat auch irgendein Symbol. Ist was kaputt? Nee. Was willst du? Verstärken. Ich sehe jetzt nicht, was ich verstärken sollte. Ach, die Götterdämmerung. Dafür brauchen wir Ragnarok, eure Kalkung, Dunkelstahl und primitives Jagdhorn. Und? Okay. Nee, nix und. Wir machen direkt weiter. Wir gehen jetzt zu unserem guten Freund, den Halunken, den Heckenpenner. Und der wird uns jetzt direkt am Zielort für die nächste Quest heraus hinschicken können. Sie sind allesamt und dann sehen wir auch direkt, wie viele Quests wir haben, oder? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall machen wir jetzt noch eine. Gut, je! Wie geht's, wie steht's? Ist was für dich dabei? 1, 2... Wir haben noch 5 Quests, Leute. Ja, machen wir ein neues Joch. 5 Quests, das ist eigentlich nicht so gut, weil man nicht mal 2 Parts, 2 Quests einmachen muss. Ja gut, entscheide ich halt spontan, wenn die Quests halt schneller gehen, ob ich da noch eine dritte einfüge. Wenn die Quests halt so kurz sind, ne? Wenn die Quests kurz sind, dann mache ich das. Dann schiebe ich noch eine dritte rein. Entscheide ich denn spontan. Was ich da gesagt habe. Weil so ein... Oder ich mache so, wenn da eine Quest übrig, wenn da eine Quest übrig bleibt, dann können wir immer noch 1 zur Monsterjagd machen, ne? Isabel! Oh, Clive. Was soll ich nur tun? Wir alle haben vielleicht bald kein Zuhause mehr. Eventuell, ja. Ist was passiert? Der Kardinaldekan hat in seiner unendlichen Weisheit beschlossen, ab sofort hier in Nordstedt zu residieren. Der Kardinaldekan? Vorsitzender des Rates der Ältesten und damit Inhaber des zweitmächtigsten Amtes in der Regierung, wenn diese noch existieren würde. Daher benutzt er jetzt seinen Adelstitel, Herzog von Oriflam. Und was will er in Nordstedt? Er will unsere Stadt in einen Militärstützpunkt umwandeln. Oh. Und so den Grundstein für ein neues Sanbreck legen. Er hat sich bereits die Unterstützung der verbliebenen Armee gesichert, welche in seinem neuen Reich dann natürlich an erster Stelle stehen soll. Bezahlt mit konfisziertem Besitz des Volkes. Er will die Bevölkerung dafür enteignen? Glaub mir, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, um ihn davon abzuhalten. Was ich auch sage, er will nicht auf mich hören. Was ist mit Hauptmann Philipp? Als Nordstedt angegriffen wurde, hat er die Soldaten angeführt. Könnte er nicht irgendwas tun? Wie? Er kann sich nicht gegen den mächtigsten Mann in Sanbreck auflehnen. Schließlich hat der Herzog versprochen, das Reich zu erneuern, dem die Soldaten Treue geschworen haben, und ihre Stellung darin zu verbessern. Philipp kann ihnen höchstens geregelte Mahlzeiten und gelegentliche Besuche im Schleier anbieten, um dem Alltag kurz zu entfliehen. Der Herzog bietet ihnen die Aussicht auf Stärke und Sicherheit. Nein, jeder Versuch einer Revolte würde ihn die Treue seiner Männer kosten, wenn nicht sogar sein Leben. Aber angesichts der Stimmung hier
ist eine Revolte vielleicht nicht mehr abwendbar. Die Menschen sind nicht bereit, noch mehr Opfer zu bringen. Vor allem, wenn diese dann nur andere nützen würden. Verständlich. Clive, würdest du... Was kann ich für dich tun? Achso, okay. ...mit dem Herzog sprechen? Du hast viel für Nordstedt getan. Die Soldaten respektieren dich sehr und werden dich mit Sicherheit zu ihm lassen. Und anders als Philipp, halten dich keine Eide davon ab, ihm ehrlich deine Meinung zu sagen. Und? Versuchst du es? Noch schlimmer kannst du es ohnehin nicht machen. Klar. Ich werde es versuchen. Danke, Clive. Also gut. Wo finde ich diesen Herzog? In der Garnison? Ja, er inspiziert dort die Truppen. Na dann, wünsch mir Glück. Ein neues Joch, ja. Eventuell bin ich dem Herzog doch schon einmal begegnet. Meinst damals du? Damals zur Feier des Bündnisses. Sag mal, wie weit ist denn der Weg? Oh, ich muss hier immer nach links, okay. Ja, ich glaube nicht, dass sich das ändern wird, oder? Wenn sich so einer mit Schnösel oder so auf den Kopf setzt. Schwierig. Halt! Oh, entschuldige. Du gehörst zu Madame, oder? Willst du zu Hauptmann Philipp? Eigentlich zum Herzog. Ich hoffe auf ein Gespräch mit ihm. Wir dürfen keine Zivilisten zu ihm lassen. Aber in deinem Fall... Seine Eminenz weiß über dich und deine Heldentaten Bescheid. Warte hier. Ich frage nach. Ich werde ohnehin zu ihm gehen. Ich schlachte euch auch ab. Keine Sorge. Ach, du hast also die Garnison so tatkräftig unterstützt. Das Reich steht in deiner Schuld. Und ich werde mich erkenntlich zeigen. Sag mir, erhoffst du dir Reichtum oder einen Gefallen? Keines von beidem. Ich wollte mich lediglich nach eurem Plan für Nordstedts Zukunft erkundigen. Oh, verstehe. Du sorgst dich, dass eine vergrößerte Garnison deine Dienste obsolet machen könnte. Sei ganz beruhigt. Ein so kampferfahrener Mann, wie du es bist, hat hier immer einen Platz. Einen Ehrenplatz sogar. Viel zu lange wurde der Beitrag des einfachen Soldaten zu wenig gewürdigt. Aber nicht mehr. Denn sie sind es, die das Reich wieder auferstehen lassen werden, und zwar gleich hier in Nordstedt. Warum gerade hier? Die Stadt ist glücklicherweise von den Vorkommnissen in letzter Zeit weitgehend verschont geblieben. Sie hat starke Mauern und eine gut ausgerüstete Garnison. Und das kann man von Oriflam und Ichasia nicht behaupten. Das Reich braucht eine Hauptstadt, und ich halte Nordstedt für die beste Option. Mit Kaer Nouvan als Zitadelle. Sobald wir die Verteidigungsanlagen von Stadt und Burg ausgebaut haben, müssen wir nur noch eine Mauer um beide ziehen und schon haben wir eine formidable neue Hauptstadt geschaffen. Pläne für den Bau sind bereits in Auftrag gegeben. Dann werden auch diese leidigen Wesen lernen, dass sie der Macht von Sanbrec nicht gewachsen sind. Ich fürchte, ihr unterschätzt diese Kreaturen, eure Eminenz. Kommen sie in großer Zahl, werdet ihr alle Einwohner Nordstedts zur Verteidigung brauchen. Aber werden sie euch auch helfen, wenn man sie vorher ihrer Habe beraubt hat? Die Menschen werden tun, wie von ihrem Herrscher befohlen. Um Sanbrec wieder aufzubauen, brauchen wir eine funktionierende Regierung. Und zwar mit unzweifelhafter Autorität. Und genau deshalb sind diese Abgaben unvermeidlich. So kann jeder, der in die Armee einzutreten wünscht, gut versorgt, ausgestattet und auch so bezahlt werden, wie es ein Verteidiger des Reichs verdient. Und doch gibt es Menschen, die beharrlich die bösartige Lüge verbreiten, ich wolle vom gemeinen Volk stehlen und ihm die Häuser wegnehmen. Ich denke, sie haben einfach Angst, noch mehr zu verlieren. Ganz genau. Die Menschen haben immer weniger und du willst ihnen noch das Letzte nehmen.
Damit säst du die Saat deines neuen Reichs in bereits toter Erde. Sabine, darüber haben wir doch schon... Ja, und wie schon gesagt, das Reich über seine Bürger zu stellen, führt nur zu einer Revolte. Ohne ein Reich gibt es gar keine Bürger. Und in deinem wird es nur Bettler geben. Das kann Gwieger doch nicht für ihre Menschen wollen. Das ist Gotteslästerung, Sabine. Ich komme später nochmal. Eine Bürgerrevolte. Was denken die Menschen wohl wirklich über den Plan? Nichts Gutes. Ich sollte sie am besten selbst fragen. Mal sehen, was man jenseits der Mauer davon hält. Ah, Leute, ja, nun, ne? Könnte doch ein bisschen länger werden hier. Aber so ist das immer. Zwei Quests in einem Part. Das halte ich jetzt ein. Ich höre in letzter Zeit viel über diesen Herzog. Nichts Gutes, schätze ich. Läuft hier herum, als würde ihm alles gehören. Und übergeht Madame so dreist. Das ist ihre Stadt, nicht seine. Sie sollte also hier das Sagen haben? Ach, meiner Meinung nach hat sie das sowieso. Unser lieber Herzog kann gern nach Oriflam verschwinden. Ja, das steht nicht gut für den Herzog, ne? Wie geht's? An irgendwas interessiert? Eigentlich nur an deiner Meinung. Was hältst du vom Herzog von Oriflam? Ach, der. Nicht viel. Wie alle Händler hier. Wegen Aufschneidern wie ihm ist der Markt doch überhaupt auf dieser Seite der Mauer. Nicht, dass das Gesindel näher an ihre kostbare Hauptstadt kommt. Und jetzt will er uns ganz loswerden, indem er droht, uns alles wegzunehmen, wenn wir nicht verschwinden. Sollte Madame ihn doch bald davonjagen wollen, steht bei mir schon der Teereimer bereit. Ja, das verdient. So, dann zum nächsten. Hat eine Esper für Madame die Aue. Guten Tag. Eine Frage, wenn du erlaubst. Was hältst du von diesem Herzog? Ach, hör bloß auf. Da baust du dir was auf und dann kommt auf einmal so ein dahergelaufener Adliger und will, dass du ihm einfach alles in den Rachen stopfst. Wenn er denkt, sein Name und sein Rang gäben ihm das Recht, uns die Gill aus den Taschen zu ziehen, wird er sich noch wundern. Dieser Kerl wird uns Nordstedt nicht wegnehmen. Auf keinen Fall. Die Einwohner sind sich einig. Und die Soldaten... werden wir herausfinden. Ich glaube, das spaltet alles, ne? Habe ich das Gefühl. Boah, wieso müssen die alle so krass verteilt sein? Schnauze, ich bin hier vorbei. Guten Tag. Entschuldigung, hast du einen Moment Zeit? Ich wüsste gerne deine Meinung zum Herzog von Oriflam. Nun, viele Freunde hat er sich hier bisher nicht gemacht. Aber sieh dich doch um. Jeder weiß, dass das Reich am Boden liegt. Und wenn sich die Händler jetzt vom Herzog ausgepresst fühlen, hätten sie eben schon vorher freiwillig ein paar mehr Gil beisteuern sollen, damit es nicht so weit kommt. Der Herzog sagt, das Reich wieder aufzubauen ist der beste Weg, uns alle zu schützen. Und da hat er auch recht. Dafür müssen eben die Leute den Mund halten, die nicht mal wissen, an welchem Ende man ein Schwert anfasst. Tja, das Leben ist hart. Man kann beide Seiten verstehen, oder? Wie seht ihr das? Okay, beide sind da auf einer Seite vom Tunnel. Guten Tag. Du hast doch mit dem Herzog gesprochen. Ja. Im Namen der Madame, ja. Ich wollte ihn davor warnen, das Volk gegen sich aufzubringen. Aber ich war wohl wenig überzeugend. Was hältst du von der Sache? Ich bin nur ein Soldat. Er gibt mir die Befehle, nicht umgekehrt. Ich respektiere Madame wirklich sehr. Aber ich muss an meine Familie denken. Sie ist das, was für mich zählt. Nicht die Stadt oder das Reich, sondern meine Frau und Kinder.
Wenn der Herzog uns genügend Männer und Ausrüstung für den Kampf gegen diese blauen Bastarde besorgen kann, ist mir egal, wie er das macht. Ja, verständlich, ne? Der Schleier wird sich um euch kümmern, solange ich... Aber Enteignung ist halt das, das geht halt nicht, ne? Anscheinend will der Herzog von Oriflam diese Stadt zu einer Art Festung machen. Was hältst du denn davon? Da habe ich keine Meinung. Ich weiß nur, dass der Herzog uns Befehle gegeben hat und die sind für mich Gesetz. Klar, niemand mag diese ganzen Abgaben, aber Imperien kosten eben. Und wenn es Sanbrek erstmal wieder gut geht, haben wir alle was davon. Mal sehen, was Philipp davon hält. Wo ist denn Philipp? Draußen. Oder am Eingang. Gott, das ist aber eine Quest, die ihr die ganze Zeit noch hier... Aber das Positive ist, man kommt hier immerhin rum. Ne? Bisschen durch die Stadt. Philipp, hast du kurz Zeit? Für dich? Sicher. Clive, oder? Danke für neulich. Was gibt's diesmal? Ich wollte mit dir über den Herzog sprechen. Bist du mit seinem Plan einverstanden? Ich muss gestehen, ich bin mir nicht sicher. Als Hauptmann der kaiserlichen Armee bin ich verpflichtet, seinen Befehlen zu folgen. Aber diesmal habe ich Zweifel. Philipp, du hast doch gesagt, du bist Soldat geworden, um deine Liebsten zu schützen. Einschließlich Madame. Das stimmt, habe ich. Nun, sie hält den Plan auch nicht für richtig. Er würde Nordstedt ruinieren. Sie hat vermutlich recht. Danke, Clive. Ich weiß, was ich tun muss. Ich werde die Menschen beschützen, die ich liebe. Wie, ist egal. Gut, die Pflicht ruft. Ich muss gehen. Nochmal danke. Wenigstens scheint er das Richtige tun zu wollen. Mehr habe ich leider nicht für Isabel, aber besser als nichts. Kann ich von hier aus da runter? Ja. Ja, nun, ja, das... Schwierige Situation. Und am Ende wird er, wenn er seine Meinung nicht ändert, es einfach durchsetzen. Er hat die höhere Position. Ah, Clive. Hattest du Erfolg? Konntest du mit dem Herzog sprechen? Das schon... Aber... Oh. Das Schicksal von Nordstedt ist also besiegelt. Nun, zumindest werden wir diese Wesen besser abwehren können. Das ist unbestreitbar. Aber ich glaube nicht, dass es all die Menschen tröstet, die ihre Habe verlieren werden, um das alles zu bezahlen. Sie verdienen es, gehört zu werden. Sie verdienen eine Stimme im neuen Reich des Herzogs. Leider ist dem Herzog ihr Gehorsam wichtiger als ihre Meinung. Für die Wiederherstellung der staatlichen Autorität. Ich befürchte, für ihn sind sie kaum mehr als Bauernopfer auf einem Schachbrett. Verständlicherweise möchten sie da nicht mitmachen, sondern ihr Schicksal lieber in deine Hände legen. Die Soldaten hingegen befolgen einfach seine Befehle. Und nicht nur wegen seines Ranges, sondern wegen seiner Vision. Das dachte ich mir. Hätte ich ihm Treue geschworen, würde ich wohl auch nichts mehr wollen als die Wiedergeburt des Reichs. Danke für die Hilfe. Leider war sie umsonst. Da bin ich nicht so sicher. Warum bist du nicht in Uniform? Die habe ich nicht mehr. Ich habe den Dienst quittiert. Ich habe den Jungs alles Gute gewünscht und ihnen gesagt, dass ich jetzt andere Pflichten habe. Warum? Weil mir jetzt klar ist, was wirklich zählt. Nicht einfach stumpf irgendwelchen Befehlen zu gehorchen, sondern zu schützen, was ich liebe. Nordstedt zu schützen. Ich habe keine Ahnung, wann diese Monster zurückkommen. Aber irgendwann werden sie das sicher. Und wenn sie dann kommen, müssen wir bereit sein.
und zusammenhalten. Wir alle. Wenn ihr uns anführt, Milady, werden wir es schaffen. Diesen Entschluss verdanke ich dir, Clive. Es ist sinnlos, Befehle zu befolgen, an denen man zweifelt. Das stimmt. Zusammenhalt. Zwischen uns allen. Das war schon immer Nordstedts einzige Chance. Und noch können wir die Menschen hier einigen. Wir müssen uns nur auf den wahren Feind konzentrieren. Danke, Philipp. Jetzt sehe auch ich klarer. Zu euren Diensten, Milady. Wo wir gerade von Zusammenhalt sprechen, könnte ich vielleicht ein paar Jungs vom Schleier leihen, damit sie ein Auge auf die Stadt haben? Ich fürchte, seine Eminenz dürfte wichtigere Aufgaben für die Wache haben. Aber gern. Jederzeit. Darauf komme ich zurück. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für uns, solange wir Leute wie dich und Philipp auf unserer Seite haben. Ich werde weiterhin mein Glück beim Herzog versuchen. Vielleicht kann ich ihn entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch noch überzeugen. Aber ich vermute, ich werde dich schon bald wieder brauchen. Bis dahin, Clive. Bis dahin. Bis dann. Gut, ist auch abgeschlossen. Neues Joch. Es war eine sehr interessante Sidequest, die uns jetzt nun wirklich nichts gebracht hat in dem Fall. Deswegen gehen wir jetzt zurück und werden von hier aus den Part beenden und den nächsten Part auch weitermachen. Ein Brief ist eingetroffen. Vorher checken wir nochmal den Brief. Gnaden. Ihr wisst Bescheid. Nicht, dass da jetzt auch noch eine Sidequest ist, weil dann müssen wir die im nächsten Part auch noch machen. Ich weiß, der Part ging wieder lang genug, aber ich will halt keine Quests mehr aufsplitten. Das habe ich das eine oder zweimal ungern gemacht, aber es ist keine. Okay, gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut rein und tschüss, Leute.